Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever hier auf Jägerhof TV. Wir wollten uns ja in dieser Folge um die Signale für die neue Strecke kümmern, so wie wir dann auch den neuen Zug auf die Strecke schicken wollen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Signalen mal an. Ja, fangen wir mit den Signalen an. Zack. So, ab wo darf ich denn? Ab da. Dahin. Da. Dorthin. Mal nochmal welche hin hier so, bevor sich die ganze Chose hier teilt. Können wir nochmal welche hier hinsetzen? So. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die hier hinten irgendwie so hingequetscht kriegen. Dahin, dahin und dahin. So. Dann müssen wir die noch einstellen wieder. Einbahnverkehr, hier auch Einbahnverkehr. Zack. So. Dann haben wir die nach der Gabelung hier noch. Na. Diese und dann hier hinten direkt. Jetzt gucken wir mal eben. Ich glaube, wir hatten auf der linken Spur. Das heißt, wir müssen hier auf die rechte Spur gehen. Dementsprechend müssen wir dann das Bahndepot auch setzen. Sprich, wir reißen uns das hier raus. So ungefähr. Knallen unser Depot hier ran. Gehen nun hin und erstellen uns unsere Linie. Von hier. Hier runter. Dann benennen wir die wieder Sassenberg. Nach Halver. Okay. Dann gehen wir hin und kaufen uns zwei Züge. Bei meinem Glück kaufe ich jetzt wieder zwei Züge und ja, ich überlege gerade, ob wir dann schon auf die noch neueren Waggons gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du musst nach oben, du musst nach oben und du musst nach oben. Linie zuweisen. Wo haben wir sie? Da ist sie. Linien zuweisen. Ziehen wir uns die wieder hier hin. So. Da ist die zweite. Zack. So, wieder ein bisschen im Auge behalten. Und somit hätten wir das dann auch schon wieder geschafft. Wie sieht's hier aus? Oh, die sind halb gefüllt. Wie sieht's mit dem aus, der auf dem Rückweg ist? Das sind nur 14. Naja, gut. Das ist auch der Grund, warum ich bei der neuen Strecke halt nur drei Hänger genommen habe. Sie kommen mit drei Hängern fast genauso. Wir haben fast bis auf zwei Passagiere. Haben genauso viel wie die, die wir in der Folge davor erstellt haben. Mit den vier Hängern. Oh, jetzt sehen wir das hier. Die haben sich hier ordentlich drumherum gebaut. Ich hoffe jetzt, dass der Güterbestand dementsprechend. Uiuiui. Okay. Jetzt können wir es mal eben sehen, was der so einbringt. Knappe 300.000. Ja, haben wir jetzt unseren Punkt hier verpennt? Nein, aber nicht. Gut. Das nächste Straßenfahrzeug ist langsam am Ende. So. Der erste hier kommt rein. Auge drauf haben. So, mal gucken, wir hatten hier hinten. Ich vermute mal, dass das die hier bei unserer Ölzulieferung sind, die hier langsam ans Ende kommen.
Und das ist dann auch ein schöner Grund, dass wir dann das erste Mal unsere LKWs nutzen können. Oder sie gegen LKWs austauschen können. So, wo kommen wir denn? Da sind wir. Also. Du, mein Freund. Bleibst vorm Bahnhof stehen. Jetzt müssen wir halt ein Auge auf ihm hier oben haben. Jetzt gucken wir mal gerade, welches das ist. Ja, wie ich vermutet hatte, das ist dann unsere Ölstrecke hier hinten. Würde ich sagen, holen wir uns die mal eben alle in die Depots. Wo haben wir sie denn? Hier Ölzulieferung. Alle nach Hause. Und wo haben wir sie denn? Busse, Busse, Güter. Güter Emmerich, Güter Mettmann. Auch alle nach Hause. So, das heißt, wir kaufen zwei Straßenfahrzeuge. Wie gesagt, wir haben hier den ersten DMG, den ersten LKW. Dann würde ich sagen, nehmen wir direkt 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann müssen wir ein bisschen gucken, ob das ausreicht. Na. Linie zuweisen, Ölzulieferung. Und 1, 2, 3, 4, 5. Für die Güterlinie. Jetzt fängt es bestialisch an zu ruckeln. Ich habe sehr viele Kamera Fenster offen. Du weg, du weg. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier das Auge auf unseren Zug haben. Der müsste nämlich jetzt gleich einfahren. So. Somit haben wir die dann auch einigermaßen vernünftig getimt. Das heißt, die können auch. Wir stauen uns hier. Ja, ist klar, jetzt kommt noch das erste Öl, was dann wieder zu Fuß gebracht wird, ist logisch. Das dürfte sich dann aber hoffentlich gleich wieder einspielen, da müssen wir da auch so ein bisschen Auge drauf haben. So, wie viel wartet denn hier? 30 Holz. Was konntest du nochmal ziehen? 36. Das heißt, noch ein Schub. Na, kommt da gerade. Geht klar. Ach, der ist sogar gelevelt. Sehr schön. Wie sieht's bei ihm hier aus? Der auch. Perfekt. Ja, dann müssen wir uns dann doch noch mal extra was überlegen. Bezüglich hier hinten. Bad Münstereifel. Ob wir da nicht irgendwie auch mit einem Güterzug arbeiten. Denn das würde uns, wenn man sieht, was hier so an Mengen hier runter geht. Das ist schon eine Menge Geld, das uns dennoch flöten geht, auch wenn er es zwar nach hier oben fährt, aber es wird halt immer noch eine ganze Ecke hier unten rumgebracht. Da müssten wir nur gucken, wie wir das hier am besten verhackstücken. Mit den Gleisen, weil ich würde den eigentlich ungern ausbauen wollen. Ich denke, glaube, ich würde behaupten, das brauchen wir nicht. Würde fast sagen, wir ziehen hier einfach raus. Das heißt, wir schließen das hiermit an. Ach, Fahrzeug im Weg. Na komm, fahr. So, und jetzt kommt der interessante Kniff. Wenn wir das hier hinbringen wollen, müssen wir irgendwie über unsere Gleise kommen. Ich würde es gerne durch alle anderen Gleise durchlaufen lassen. Da ist nur die Frage nach dem Wie. Denn der Bahnhof müsste irgendwo hier hin. Sprich, wir halten mal eben an, weil sonst meint ja unser Kollege hier wieder direkt neu bauen zu müssen. Na, gehen wir mal. Ich hoffe, der lässt es mich durchziehen. Perfekt. So bis hier. Und hieran dann direkt dem Bahnhof. Güterbahnhof. Eingleisig.
Gucken wir mal, ob wir das in einem etwas größeren Bogen hinkriegen. Ob er das macht. Macht er. Sehr schön. Das würde bedeuten, wir müssten jetzt hier Weichen durchbauen. Dann, na, komm schon. Na, warum lässt er mich denn nicht? Na, jetzt. Hier einmal durch. Hier durch. Wir müssten ungefähr hier anschließen können. Genau. Ja, perfekt. Lassen wir das jetzt hier bis zu einem gewissen Punkt mitfahren. Mit unserem Hauptgleis. Und ziehen es dann nach hier hinweg. Und bauen es halt. Ne? Ja. Dann bauen es halt hier dran an. So. Und das heißt, wir lassen das Spiel wieder weiterlaufen. Kümmern uns um einen neuen Zug. Nein. Kümmern uns erst um die Linie. Du fährst bitte von hier nach hier. Okay. Ich hoffe jetzt nur, dass die Züge sich hier nicht... Aber eigentlich dürften sie es nicht sich irgendwann hier durcheinander hauen durch die Weichen. Was er meint, da irgendwelche Spuren wechseln zu müssen. So, die nennen wir dann mal... Güter Münster Eifel. Jetzt kümmern wir uns um den Zug. Nehmen wir auch wieder unsere kleine Verbandswagen. Das sind, ne, wie wir hier sehen, Holz und Güter je 8. Da würde ich sagen, kaufen wir mal 4. 1, 2, 3, 4. Und weisen die der neuen Linie zu. So, jetzt klicken wir den mal an, dass wir den mal so ein bisschen beobachten. Nebenbei. Beziehungsweise interessant wird, was der Bahnhof jetzt hier macht. Ja, er muss jetzt halt einmal komplett warten. Ich würde sogar fast sagen, wir knallen uns hier mal noch Signale dran. So. Und dasselbe dann hier hinten. Das heißt, hier beziehungsweise hier. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht verbaut. Dasselbe auch nochmal hier. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich einmal eine Verzögerung geben. Weil der Zug, der hier jetzt das Holz ablädt, hier irgendwo warten muss. Bis der hier eingefahren ist. Hier verpassen wir mal auch noch ein Signal direkt vor dem Bahnhof. Das heißt, dass wenn unser neuer Güterzug im hinteren Gleis steht, dass der Güterzug, der hier nach Emmerich fährt, nicht stehen bleibt. Oder nicht stehen bleiben muss. So, jetzt muss der einmal warten. Mal das Fenster hier mal weg. Ja, Güter Münster Eifel, das rafft er auch langsam. Perfekt. Da kommt er rein. Und jetzt habe ich den Salat. Doch was falsch gemacht. Fahrzeug im Weg, toll. Ja, dann müssen wir den mal eben umdrehen. Anhalten. Das Signal wegnehmen. Das interessiert ihn auch nicht. Super. Ja, ich überziehe jetzt diese Folge ein bisschen. Kein Weg. Ja,
nein, 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 nein. Na, jetzt lässt er mich denn auch nicht anklicken. Da. Was war denn mal ins Depot? Wir schicken ihn wieder auf die Linie. Jetzt hoffe ich, dass er nicht das Signal hier abreiße. Zug im Weg. Jetzt ist er weg. Jetzt. Stopp, umdrehen, wenden, weiterfahren. Wenden, weiterfahren. So, jetzt müssten die. Dürften die sich eigentlich gleich nicht in den Weg kommen? Genau, der müsste jetzt sagen, warte. Na? Genau, warte auf freien Weg und sobald er hier gleich vorbei ist, dürfte sich das eingespielt haben. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ob und wie das natürlich nicht funktioniert. Ach, Gottchen. Ja, da müssen wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Das Chaos hier beseitigen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.